Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Endlich gibt's von mir das Finale meines Inktobers. Ja, die letzte Woche meines Inktobers war nicht so erfolgreich. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich letzte Woche kein Video hochgeladen. Anfang der Woche wurde mein Hund gebissen. Das war ein sehr großer Schock für uns alle. Und ja, er musste in die Tierklinik, hat eine Klammer in die Wange bekommen. Also es war schon heftig. Noch dazu habe ich geplant gehabt für euch, die letzte Woche komplett mit Tinte zu arbeiten. Habe ein paar Sachen bestellt. Leider bin ich nicht so ganz zufrieden mit diesen Dingen. Deswegen habe ich zwischendurch ein bisschen gescheatet. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal die Timelapse an und die Bilder, die ich diese Woche gemacht habe. Es fing schon bei dem ersten Bild an, dass ich ja, aufgeben wollte tatsächlich. Und zwar war das erste Ori aus. Nein. Mein Hund klaut gerade meinen Schal. Das erste Wort war Connect. Ich habe lange darüber nachgedacht, was man machen kann. Ich habe irgendwas mit Kabeln überlegt, die mit etwas Organischem verbunden sind. Dann dachte ich daran, dass man ja immer noch verbunden ist mit Menschen oder Tieren, die man verloren hat. Und da habe ich an meinen Kater gedacht und deswegen habe ich mich für ein Mädchen entschieden, das um ihren Kater trauert. Ursprünglich sollte sie in einem Wald stehen und guckt auf ein Medaillon, was sie um den Hals hat, wo ein Bild der Katze zu sehen ist. Und um sie herum schlängelt der Wind so, als wäre die Katze, gerade bei ihr. Und das habe ich mir vorgestellt. Ich hatte eine Perspektive im Kopf, so leicht von oben. Sie guckt runter oder hat das Medaillon unten in den Händen und schaut nach oben, weil sie halt diesen Wind bemerkt und schaut halt dem Wind hinterher. Ja, allerdings ist die Perspektive mir überhaupt nicht gelungen. Sie sieht jetzt aus wie so ein Heinzelmännchen, als wäre sie einfach nur zu klein, als hätte sie kaum Beine. Also irgendwas ist da mächtig schief gegangen und das war für mich schon so der Anfang der Woche, ist schon verkackt gewesen und das hat meine Motivation mega gedrückt. Und ich war wirklich, wirklich ein paar Mal diese Woche kurz davor aufzugeben. Es war wirklich, wirklich gar nicht einfach diese Woche. Dann habe ich es nochmal probiert, habe neu angefangen mit der gleichen Bildidee, habe die Perspektive gewechselt, dass man sie von vorne sieht und die Haare werden noch so ein bisschen nach vorne geweht und so. Das Bild finde ich jetzt sehr schön. Das gefällt mir ganz gut. Ich habe übrigens ja versucht, nur Tinte zu verwenden. In den ersten beiden Bildern, naja, ist mir nicht ganz gelungen. Also hier habe ich ja bei dem ersten Bild habe ich Buntstift benutzt mit dazu und in dem nächsten Bild, habe ich tatsächlich nur Tinte benutzt und ich glaube ein bisschen Posca-Pen. Ja, aber ich habe wirklich versucht, soweit es geht, nur mit Tinte zu arbeiten, damit ich mich in einer Woche wenigstens an die Inktober-Regeln ein bisschen halte. Das dritte Wort der letzten Woche war Splat. Da hatte ich ziemlich, ach genau, jetzt fällt mir gerade auf, ich habe leider die letzten, die zwei Wörter vertauscht. Eigentlich war Splat zuerst und dann kam Connect und ja, ich hatte mir die Ideen schon überlegt und habe dann versehentlich falsch rum angefangen, aber das ist ja egal. Also war eigentlich das erste Wort der Woche Splat und danach das Wort Connect. Ich tue es so, als wäre es nicht passiert. Also Splat, da hatte ich eigentlich ziemlich früh die Idee von einer Tintenfeder, passt ja zum Thema vom Inktober, die mit ihrer Tinte rumspritzt. Also so, als hätte sie plötzlich ein Eigenleben entwickelt und würde mit ihrer Tinte halt durch die Gegend spritzen. Und da habe ich gedacht, was kann es denn für einen Grund geben, warum sie das tut? Und ich wollte natürlich unsere Hexe wieder einbinden. An dem Punkt kann ich vielleicht sagen, ich fand den Namen Mirella sehr schön. Diese Namensidee hat Dragon76 geschrieben und ich finde, das passt einfach irgendwie total gut. Auf jeden Fall hat die Hexe die Feder verzaubert, dass sie ihre Hausaufgaben macht. Deswegen habe ich in dem Buch, was ich da auf diesem Ständer gemalt habe, draufgeschrieben, Homework.
Und das fand die Feder gar nicht toll und ist dann irgendwann einfach rausgerastet, ausgeflippt und hat die Spritze mit ihrer, mein Gott. Und hat die Hexe mit ihrer Tinte vollgespritzt, weil sie ihr zeigen wollte, das finde ich nicht cool. An sich finde ich die Bildidee total cool. Ich finde, man erkennt, dass sie sich erschreckt. Also die Pose erkennt man. Allerdings gefällt mir überhaupt nicht der Faltenwurf von dem Rock. Den habe ich richtig versemmelt. Ich wusste aber auch nicht mehr, wie ich das retten sollte. Irgendwie hatte ich da einen Knoten im Schädel. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Aber ansonsten gefällt mir das Bild ganz gut. Das nächste Wort war Spark, also Funken. Da habe ich ziemlich schnell die Idee gehabt von einem riesengroßen Lagerfeuer. Ich wollte irgendwas mit einem riesengroßen Lagerfeuer machen. Erst hatte ich die Idee, dass die Funken über dem Lagerfeuer ein Bild bilden und dass da vielleicht wieder unsere Hexe oder eine Hexe steht und das zaubert. Allerdings hatte ich das Problem, dass das komplett zu klein geworden wäre. Da ich ja ein ziemlich kleines Format gewählt habe und ja nicht auf Doppelseiten malen wollte, wäre die Hexe am Ende zu klein geworden, weil ich wollte, dass das Feuer halt riesig groß wird und man im Hintergrund vielleicht noch den Wald sieht oder so. Deswegen habe ich mich dann umentschieden und habe eine etwas ja, böser aussehende Hexe, böse sieht sie jetzt nicht aus, aber ein bisschen strenger, ein bisschen ernsthaftere Hexe gemalt, die schwebt und mit den Funken etwas zaubert. Also unten sieht man das Feuer, dass die Funken schweben um sie herum. Sie wird angeleuchtet vom Feuer und ich muss sagen, das Bild gefällt mir richtig gut. Einfach die Farbmischung, dass es nur die zwei bzw. drei Farben sind, gefällt mir auch total gut. Das nächste Bild war Crispy und da habe ich auch lange überlegt. Ich wollte irgendwie was machen, dass die Hexe halt etwas Ekeliges ist. Und was eignet sich besser als Spinnen? Und ich habe mir dann überlegt, dass sie eine Tüte Spinnen in der Hand hat. Wie wir zum Beispiel abends auf der Couch sitzen und Chips essen, sitzt sie dann halt auf der Couch und isst Crunchy Spiders, Crispy Spiders. Und ich habe ihr einen sehr genießerischen Gesichtsausdruck gegeben, weil ich wollte, dass das überhaupt nicht eklig aussieht, sondern dass sie aussieht, als würde sie das halt gerade richtig genießen, diese Spinnen zu essen. Ist schon ein bisschen eklig, aber es passt einfach zu Halloween und es passt zu dieser Hexe. Ich finde, sie sieht aus, als würde sie es wirklich sehr genießen. Leider ist mir die Hand an der Tüte überhaupt nicht gelungen und die andere Hand, die gefällt mir auch so überhaupt nicht. Also ich glaube, ich muss echt nochmal Hände üben. Ich habe ja mal ein Video gemacht, wie ich Hände gezeichnet habe. Ja, ich glaube, ich sollte das nochmal machen. Das nächste Bild war Patch und auch hier hatte ich mega Probleme. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit Patch wie Fleck im Kopf. Also sowieso, ich glaube, es gab bei 101 Dalmatiner einen Welpen, der Patch hieß. Deswegen kam ich wahrscheinlich auf den Fleck. Am Ende, ich habe es gegoogelt, in den Übersetzer gehauen und das heißt halt nicht Fleck oder so, sondern halt Flicken.
Und dann habe ich einen Teddybär gemalt, der sich selber seinen Arm gerade annäht. Und die Idee fand ich halt auch mega süß. So als würde er gerade zum Leben erweckt worden sein und sich selber halt, ja, flicken. Ich habe es so gemacht, als würde er auf einem Regal sitzen, auf dem auch ein Buch steht, auf dem ein Bild steht. Auf dem Bild sieht man eventuell den Besitzer des Teddybärs, also ein kleines Mädchen. Ja, die Idee fand ich irgendwie total süß, dass er da in dem Kinderzimmer auf dem Regal sitzt und sich selber flickt. Auf dem Bild gefällt mir überhaupt nicht die Schattenkante unter dem Regal. Die sieht total dreckig aus. Der Hintergrund gefällt mir auch nicht. Also generell die ganze Farbwahl gefällt mir nicht. Außer vom Teddy für sich gefällt mir die Farbe in dem Bild gar nicht. Hallo ihr Lieben, ich melde mich einmal kurz aus dem Schnitt. Und zwar ist mir gerade aufgefallen, dass zwei meiner Timelapse-Videos verloren gegangen sind. Und oh, ich ärgere mich so sehr, weil irgendwie ist diese Woche, die letzte Inktoberwoche, einfach verflucht. Es ist so viel vorgefallen. Es tut mir wirklich leid, dass die jetzt fehlen. Aber dafür kriegt ihr ein paar schöne Schwenks. Dafür kriegt ihr ein paar schöne Schwenks über die Endergebnisse. Tut mir leid. Das nächste Wort war Slither. Und das bedeutet schlittern, rutschen. Ich habe es auch in den Übersetzer gehauen und ein Wort war glitschen. Und da kam ich auf die Idee von einer riesengroßen, bösen Schnecke, schleimigen Nacktschnecke, die eine gigantische Größe hat und eine Gefahr für unsere Hexe darstellt. Unsere Hexe hat in diesem Bild allerdings keine roten Haare, weil ich hier tatsächlich nur Tinte verwendet habe, keinen Alkoholmarker. Sonst habe ich ja immer ein bisschen gescheatet. Ich habe wenigstens für die Haarfarbe einen Alkoholmarker benutzt, damit es unsere Mirella ist. In diesem Bild jetzt allerdings nicht. Ich habe gedacht, ich hätte gar kein Bild nur mit Tinte gemalt, aber habe ich doch. Das ist doch schön. Mir gefällt überhaupt nicht der Hintergrund. Da hätte ich mir echt ein bisschen mehr überlegen müssen. Aber wie gesagt, es fiel mir so schwer, überhaupt zu malen diese Woche. Oder letzte Woche eher gesagt. Also ich habe es jetzt über die zwei Wochen gemacht. Weil einfach, es ist so viel Doofes passiert. Mit meinem Hund, das ist passiert, dann habe ich diese tollen Tintensachen gekauft, wovon fast nichts funktioniert hat. Ich habe zum Beispiel so eine wunderschöne Schreibfeder bestellt, die so ein Dip-Pen ist. Und wenn ich die in die Tinte getunkt habe, hat die drei Striche gemacht und dann war die schon wieder leer. Und das fand ich ein bisschen sehr ernüchternd. Dann habe ich mir drei Glaspens bestellt, also auch so Dip-Pens. Und ich habe vor ein oder zwei Jahren auf einem Weihnachtsmarkt tatsächlich so einen sehr hochwertigen Glaspen in der Hand gehabt. Und damit konnte man ewig schreiben, nachdem man den einmal in die Tinte getunkt hat. Und das hatte ich halt im Kopf und ich wollte auch wirklich ein hochwertiges Ding haben. Deswegen habe ich mir zwei verschiedene Pakete dazu bestellt und allesamt waren doof. Die Tintenfarben waren doof, die Schreibkraft, die war einfach nach drei Strichen bei allen Sachen weg. Das hat alles irgendwie kaputt gemacht. Also habe ich im Prinzip am Ende nur noch diese Microns benutzt und diese Ecoline oder Ecoline Stifte. Und dadurch war meine Farbauswahl natürlich sehr gering. Deswegen, ja, sieht das Bild aus, wie es aussieht. Sehr kahl. Das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, wenn hier noch ein bisschen mehr Pflanzen wären, dann würde es sehr, sehr cool aussehen. Aber, naja, ich finde, die Schnecke sieht trotzdem eklig und schleimig aus. Sie ist ganz gut geworden. Und, naja, im nächsten Jahr wird alles besser. Und dann sind wir schon beim letzten Wort, das, was mich wirklich, wirklich herausgefordert hat. Und zwar war das Wort Risk. Ich habe erst überlegt, die Hexe zu malen, wie sie über eine Planke, über eine Riesenschlucht balanciert. Aber da dachte ich mir, wieso, keine Ahnung, irgendwie langweilig. Dann kam ich ziemlich schnell auf die Idee, einen dreiköpfigen Hund zu malen und sie muss an diesem Hund vorbeischleichen. Die Idee fand ich gut und ich habe mich beim Zeichnen echt für diese Idee gehasst. Einen schleichenden Menschen zu malen, das ist echt schwierig. Entweder sieht es aus, als würde sie irgendwelche komischen Dance-Moves machen oder es sieht aus, als würde sie sich gleich in die Hose machen. Also es war echt, echt schwierig. Oder roboterartig geknickt und keine Ahnung. Deswegen habe ich jetzt die letzte Skizze einfach so übernommen. Ich habe gedacht, okay, schlimmer kann es nicht werden oder besser kann es nicht werden. Ich lasse es jetzt so. Ich dachte schon, ich muss wirklich beim letzten Bild
komplett aufgeben. Aber ich finde jetzt, das Endergebnis ist ganz gut geworden durch die Schattierungen. Und hier habe ich, wie ihr im Timelapse sehen könnt, habe ich den Glaspen benutzt, die verschiedenen Glaspens benutzt und auch zwischendurch mal die Feder. Und da seht ihr, wie schnell sie nicht mehr geschrieben hat. Außerdem ist auch die Spitze der Feder immer in den Kiel reingerutscht. Also sie war gar nicht richtig fest. Also ich bin sehr enttäuscht über diese Sachen. Das Endergebnis ist jetzt ganz okay. Ich bin trotzdem ein bisschen niedergeschlagen darüber, wie die Woche gelaufen ist. Ich habe es vollbracht. Ich habe den kompletten Inktober gemacht und habe ihn fertiggestellt. Das heißt, ich habe jetzt 31 Bilder. Da bin ich wieder. Ich war mal eben schnell mit dem Hund draußen, deswegen musste ich jetzt mal ganz kurz eine Pause einlegen. Ich wollte euch jetzt erstmal das Skizzenbuch zeigen mit den ganzen Vorskizzen. Erwartet jetzt keine ausgearbeiteten Skizzen oder so. Es sind nur so ein paar Ideen gewesen, die ich so hatte. Es fängt erst beim 7. an mit Watch. Ab da, genau, habe ich angefangen, mir erstmal das vorzuskizzieren, was man da denn machen kann. Da ist die Frau, die ich im Video auch erwähnt habe, mit dem Fernseher und den leeren Augen. Dann habe ich die Frau mit der Kugel gemalt, die ich ja am Ende auch gemalt habe, nur viel näher ran. Und das ist die Vorskizze zu dem Endergebnis. Dann kam das nächste Wort, und zwar Pressure. Das ist die Frau mit der Schraubzwinge, von der ich auch erzählt habe, in zwei verschiedenen Ausführungen. Dann habe ich einen Mann gemalt und dann habe ich noch darüber nachgedacht, dass ja unter Druck Diamanten entstehen. Und deswegen habe ich hier unten so eine kleine Schemazeichnung von ganz vielen Erdschichten und dann unten so riesengroße Diamanten gemalt. Und hier ist die Vorskizze zu dem Endergebnis. Es sieht fast gleich aus. Ich fand die ganze Zeit die Vorskizze sogar besser irgendwie. Aber jetzt im Nachhinein, also mit den Schatten und den Farben, sieht das besser aus. Entschuldigung. Oh, eieiei. Mein Gott. Das nächste war Pick, also auswählen. Zupfen, rupfen und da hatte ich schon einmal die Idee mit der Hand, dass ja jemand ausgewählt wird und eine Idee, wo jemand eine Pflanze rauszupft, weil das ja auch Jäten heißt, aber irgendwie hatte das für mich halt nicht den Bezug zu Halloween. Das war die allererste Skizze zu der Hexe, die in dem Haus feststeckt. Wie war das Wort? Stuck. Die gefällt mir auch immer noch sehr, sehr gut. Allerdings fand ich das so flach, weil das halt so von der Seite ist. Und deswegen habe ich dann nochmal ein etwas perspektivischeres Bild. Perspektivischer? Ein Bild aus einer anderen Perspektive gewählt. Und das war die Vorskizze zu dem Endergebnis dann. Das nächste Wort war Tick. Da hatten wir am Ende das Bild mit der Uhr und also der Uhr als Sonne. Und hier ist die Vorskizze, von der ich auch erzählt habe. Die Hexe, die in einer riesengroßen Taschenuhr steht. Es ähnelt sich sehr, aber am Ende das mit dem Sonnenuntergang habe ich hier dann nochmal als Skizze. Fand ich irgendwie besser. Das hat auch nichts mit dem Inktober zu tun. Hier ist die Vogelscheuche für Helm. Haben wir hier das Endergebnis. Da habe ich nichts verändert eigentlich. Das ist so ziemlich gleich geblieben. Dann war das nächste Wort Kompass. Das war die allererste Skizze zu dem. Also ich wollte halt nur gucken, ob es überhaupt funktionieren würde, die Idee, die ich hatte. Dann habe ich versucht, verschiedene Perspektiven zu machen, also ein bisschen extremer zu werden. Die erste Idee war, ihn nach vorne zu stellen, die Familie nach hinten. Das Schild ist ganz hinten. Das ist ja am Ende auch so geblieben. Nur er, also der Vater, ist am Ende halt ganz nah. Das ist die Vorskizze dazu. Das nächste Wort war ja Collide. Und da habe ich ja lange Probleme gehabt. Dann habe ich erst so zwei Geister gemalt, die so kollidieren. Aber die kollidieren ja nicht wirklich. Deswegen habe ich mir vorgestellt,
dass da Flüssigkeiten drin wären und die vermischen sich dann im Inneren so. Aber das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Deswegen habe ich am Ende ein anderes Bild gemalt. Dann hatte ich noch die Idee von einer Astronautin, die mit irgendetwas kollidiert ist und von irgendeinem Dämon gerettet wird. Das fand ich aber dann irgendwie blöd. Und deswegen ist es am Ende das Halloween-Kind geworden. Hier haben wir die Idee, die ich auch am Ende 1:1 so umgesetzt habe mit dem Mond für das Wort Moon. Und dann haben wir schon das Wort Loop. Die Seite ist irgendwie rausgefallen oder habe ich rausgerissen, weil ich sauer war, keine Ahnung. Auf die Idee kam ich ja eigentlich auch dann ziemlich schnell. Nein, stimmt gar nicht. Die Idee mit der Ranke. Da habe ich ein paar mehr Skizzen gemacht, weil ich mehrere Versuche gebraucht habe, um diese Perspektive halt darzustellen. Und einmal habe ich es versucht, als würde man von oben auf die Ranke gucken. Das fand ich aber dann nicht so gut. Das sind die Skizzen zu Fuzzy. Das ist es am Ende geworden. Jetzt kommen die Skizzen zu dem Lebkuchenhaus, was ich erst malen wollte bei Open. Aber ich fand die Perspektive einfach, das Format einfach zu klein für so ein detailliertes Bild. Dann kam ich auf die Idee, ein Kürbishaus zu machen, wo da dann Open steht. Habe das auch hier nochmal gemalt. Fand ich auch ganz cool, aber irgendwie hat es mich nicht so ganz überzeugt. Und dann habe ich mit dem Zombie angefangen, der es am Ende dann geworden ist. Hier sind wir bei Leck. Das waren die ersten Ideen mit diesem Kürbis-Emblem anstatt dem Apple-Emblem. Und hier ist die Skizze, wo ich das Wasser rauslaufen lassen wollte. Aber am Ende ist es dann die Hexe mit dem Topf geworden. Und an der Stelle, wo das Loch ist, sollten ja Pflanzen wachsen. Das fand ich sehr, sehr gut, die Idee. Ausgestorben, der Dino, die Vorskizze, die ist es am Ende auch geworden. Das war wieder ein bisschen flach. Ich brauche immer so ein, zwei Anläufe, bis ich mich dann auch traue. Also ich muss immer erst so mich rantasten. Und wähle dafür dann meistens eine sehr einfache Perspektive. Und dann muss immer irgendwie, entweder kommt mein Freund dann und sagt, das sieht langweilig aus. Oder ich denke es mir dann selber, dass ich mich dann traue, ja, nochmal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Ja, da habe ich nochmal zwei Skizzen zu dem Zombie gemacht. Und nochmal eine Skizze zu Fuzzy. Und dann sind wir schon in der letzten Woche angekommen. Das sind die Vorskizzen zu Spritzen. Das war die allererste Vorskizze zu Connect. Und hier habe ich schon angefangen, das mit der Perspektive zu versuchen, was so gar nicht funktioniert hat. Sie sieht halt immer aus, als hätte sie einen riesengroßen Kopf. Hier sieht sie aus wie ein Kind und als hätte sie die Schultern nach vorne. Ich habe es ein paar Mal versucht und es ist immer schlimmer geworden. Deswegen habe ich es am Ende gelassen. Die Vorskizzen zu Spark. Die schwebende Hexe. Die Hexe vor dem Feuer. Das sieht allerdings aus, als würde sie im Feuer stehen. Und das war's. Mehr Vorskizzen habe ich nicht gemacht. Am Ende hatte ich auch ehrlich gesagt gar keine Motivation mehr, überhaupt Vorskizzen zu machen. Ich wollte einfach nur noch fertig werden, ehrlich gesagt. Und das tut mir auch total leid, weil ich bin mit den Bildern in der letzten Woche überhaupt nicht zufrieden. Also nicht mit allen Bildern. Es geht jetzt, wenn ich mir jetzt so im Nachhinein angucke, ist es okay. Aber es sind nicht die besten Bilder des Inktobers, muss ich sagen. Obwohl, die haben halt alle keinen Hintergrund. Das finde ich so ein bisschen traurig. Also zum Beispiel die Schnecke, da fehlt halt wirklich etwas. Aber ich habe es geschafft. Ich habe 31 Bilder gemalt mit einer Woche Verzögerung. Das tut mir auch echt leid, aber es ist vollbracht. Und ich würde sagen, ich beende das Video mit einem Flip-Through durch das Skizzenbuch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lasst, ein Abo da lasst, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, einen Kommentar da lasst, wie es euch gefallen hat. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und dann verabschiede ich mich von euch mit diesen wunderschönen Bildern. Tschüss!